Da ist er. Darf er nicht wahr sein? Hallo. Ich hab dich gleich erkannt. Ja, so sieht man sich wieder. Sag mal, die da, die gehören zu dir? Das ist meine Familie. Golda, meine Frau, meine Tochter Lilly und Joshua. Ja, kenn ich doch, aber warum hast du uns davon nicht informiert, dass du sie mitbringst? Hab ich doch. Hier im Telegramm steht... Ankunft 10.40 Uhr. Ja, richtig. Kommen morgen 10.40 Uhr Tegel an. Kommen, Plural. Also mit Mischbuche. Du, die Mutter und der Sarg ist auch Plural. Mach dir keine Sorgen, wir wohnen selbstverständlich im Hotel. Nein, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ihr wohnt bei uns, selbstverständlich. Wieso denn? Die sind doch reich. Nein, nein, ist nicht nötig. Wir sind eine ganz schöne Invasion. Und wir alle zusammen haben eine schwierige Aufgabe vor uns. Wir wollen es nicht übertreiben. Wir sind eine Familie. Ihr wohnt bei uns, basta. Ja, wenn Sie nicht wollen, im Forum-Hotel, da könnt ihr euch gut übernachten. Das kostet doch mindestens 300 Euro die Nacht. Das ist doch viel zu teuer. Das ist kein Problem. Ja, das ist okay. Sei nur so unhöflich. Wir danken. Wir bleiben gerne bei Ihnen. 300 Euro. Lilly. Papa, das ist zu peinlich. Also, mit dem, Joshua, kümmere dich um deine Mutter, nimm sie mit. Fahr damit. Warum? Ich weiß den Weg. Den wissen die Fahrer auch. Fahr du mit. Nein, wir fahren beide mit dem Taxi. Das wirst du ja wohl noch schaffen. Dann können wir das Nötigste besprechen. Ja, sag nur dem Mann Bescheid. Danke. Kann ich mitfahren? Kein Problem. Oh, du stotterst. Süß. Ach, was ist das denn? Das ist Dax. Ich war so aufgeregt, Malena. Ich habe im Flug nicht gegessen. Eine ganze Stunde lang. Und mein Mann, meine bessere Hälfte, hat geschlafen wie ein Baby. Ruhe vor der Sturm. Hat Mama gehütet wie ihren Augapfel. Warum hast du eigentlich auf ihre Briefe nie geantwortet? Zumindest nach der Wende. Ihr seid sehr nette Familie. Ich habe mich Jakob ganz anders vorgestellt. Ehrlich, von Schmuels Beschreibung eher so wie Stalin. Ja? Du wolltest was sagen? Fragen vielleicht? Wie deine Mutter... unsere Mama gestorben ist? Nein? Und wie sie gelebt hat? Auch nicht. Keine weiteren Fragen also. Na, der Blinde am Fenster. Und dein Sohn, Thomas, was für ein hübscher Mann. Woher hat er so viele Muskeln? Fitnessstudio, 2-3 Mal die Woche. Und so still, so geheimnisvoll. Er ist bestimmt ein Playboy. Naja,